Gibt's eigentlich immer noch Cheater in CSGO? Oh. Das wird ein langer Tag. Neuer Fall, neues Glück. Warte mal. Warte mal. Ja, das klingt sehr gut. Ja. Gut, das war ein schöner Fall. Es wird Zeit, dass ein Starkregen kommt und diesen Schmutz wegwäscht. Einfach mal gönnen. Ach, Mirage schon wieder. Schön. Schon wieder ein Scout-Spieler, sag mal. Ja, bleib mal kurz stehen, vorsichtshalber. Sein Mate scheint übrigens reinzuhackeln, da dieser Snake oder wie der heißt. Also der Bunny hoppt auf jeden Fall. Der da ist auch fett am Bunny hoppen und ihmchen glaube ich auch. Na, guck mal da oben. Ja, das ist legit. Ich kann über unseren Kollegen hier gar nichts aussagen. Ich scroll mal kurz ein bisschen durch. Wie sieht's denn bei ihm von den Stats her aus? Ich meine, er hat auch schon 2 Kills gemacht. Ah, shit, jetzt habe ich... Fuck, stopp! Der Bunny hoppt auf jeden Fall auch rum oder versucht es zumindest. Mitte ist jetzt noch was. 3 Stück. Ah, okay. Der weiß genau, wo er steht. Und das... Guck dir das an, Alter. Er hat es ja gar nicht unter Kontrolle. Ist er komplett am Reinkeckeln. Der Mate klaut ihm alles. Oh, oh, da ist ein Feind. Ach gut. Oh, Volltreffer. Hm. Mitten im Sprung und in der Bewegung. Ach Gott, oh, oh. Oh, guck mal, er hat sogar eine IUP. Archadon, oder wie sie heißt? Heißt sie nicht Archadon? Ja. Ach, guck mal, seine Bunny Hops sind so clean. Der muss Jahrzehnte gelernt haben. Wow. Ich kicke dich. Oh, Mann. Hoch, da ist eine Wand. Hoppala. Alles bis auf Grief, yay. Immerhin hat er nicht reingegrieft, ne? Ah. Kann ich hier bitte einen neuen Fall haben? Solange ich auf den Fall warte, mache ich einfach... Das! Nope! Komm, das weg. Nein, 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 nein. Ich will eh lieber das machen. Was? Sniper-Kills in Arms Race? Du hast doch fast nie einen Sniper. Du hast die Scout, die Auto, die AWP. Oh, Alter, auf der Ding-Map hier auf dem Mond. Ja, moin! 3, 2, 1, go! Ach, ein neuer Fall, schön. Ach, guck mal, da hat das 2. Da hackt doch eigentlich niemand. Kein Spinbotter. Im Moment noch kein offensichtlicher Wallhack. Man darf gespannt sein. Aber jetzt im Moment schaut er doch etwas arg gegen die Wände. Hat auch alle im Blick. Ne? Da oben die 3, unten den guckt er manchmal an. Wobei, der ist schon gefallen. Es sind nur noch die 3 da oben. Aha. Was macht er mit Kauf? Na, er weiß, dass er wegspringt. Da haben wir jemanden, der sehr viele Karotten gegessen hat, weil der kann durch die Wand gucken. Aber er kann keine Nades schmeißen. Nice. Die auch voll verworfen. Sag mal, kann der überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ist ja ein Cheater. Also praktisch ein menschliches Wrack. Auf, drück ihm rein. Wow, das Aiming, wie er kurz danach justieren musste. Warte mal, na scheiße. Also ich habe mir bereits ein Urteil gebildet. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr euch noch unsicher oder sagt ihr, ja, der ist doof. Die Shots waren natürlich Standard, aber er weiß halt, wo die Gegner stehen. Aim schon mal auf die Rüben vor. Und mitunter ist dann doch auch so der letzte Schuss in den Kopf. So, weiß ich auch nicht, ob das wirklich aus seiner Hand herauskommt. Oder ist es ein Demo-Fehler, dieses kurze Zuckeln und auf einmal... Wow. Also bei Vision Assist müssen wir gar nicht drüber streiten. Ne? War auf jeden Fall am Start. Aim Assist... Denke ich auch. Also, so wie er halt sonst rumgeaimt hat, er war ein kompletter Bob. Ein kompletter Bob und hat trotzdem dann Headshots gemacht. Also, da war auch immer wieder eine helfende Hand im Spiel und es war nicht seine. Oh, da ist schon ein neuer Fall. Das waren jetzt da gerade mal 20 Minuten. Shotdust, Arms. Hä? Was? Das ist doch Wingman, das ist doch nicht Arms Race. What the fuck? Das war nur ein Anzeigefehler, oder? Willkommen bei Arms Race, meine Damen und Herren. 2 gegen 2, man kennt's. Oh Gott, warte. Jetzt war ganz ohne Flachs. Vielleicht ist es ein cleaner Boy. Ein legit Boy. Bitte. Please be clean. Yes. Wenn der Suspect stirbt, ist es immer ein guter Anfang für eine Demo. Auf. Auf. Komm. Verdächtiger. Vollkommen in Ordnung, der Schuss. Man hat ihn auch steppen gehört. Ich würde hier auch weiterhin durchballern. Man hört ihn auch immer noch steppen. Man weiß ungefähr, wo er ist. Er trifft leider nicht. Das könnte ich sein. Übrigens lässt er die Bombe liegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm. Aha, ja, doch, er bekommt ziemlich auf die Mütze. Holla, die Waldfee.
Obwohl er schon 6 Kili Vanillis hat. Mhm, okay. Ist ein Spot, an dem man das schon mal machen kann. Hm, aber das sah sehr gelockt aus, mein Freund. Ach, ich habe echt ein bisschen Hoffnung gehabt. Ich hab schon bei den normalen... Oh mein Gott, ich hab schon Hoffnung gehabt und dann sowas. Aber warte, ich dachte, er spinnt jetzt rein. Naja, also, weißt du, wenn ich sonst in die Fälle reingehe, habe ich genau so viel Hoffnung. Also null. Und eben war die Hoffnung ungefähr so. So. Und jetzt ist es so. Ja, ich weiß. Du weißt jetzt, wo die Gegner stehen und kannst drauflocken. Du bist so toll. Kann doch nicht so markenbehaftet sein, oder? Wie? Wie ist das möglich? Wer guckt? Hört die Bombe? Oh! Oh, holter Gott! Wollte ich den gerade mit der Bombe totschmeißen. Weißt du, du kommst als City auf die Bombsite und suchst den letzten T&R. Ekelhafter Kackmann! Bis in 20 Minuten. Und er macht seine Messertricks. Was meinst? Hä? Ist doch immer hier, sag mal. Hab hier ein bisschen Unordnung. Ich lasse die Schutzkappe drauf, sonst passiert noch was. Achtung. Gottes Willen. Da durchgehend am Race stehen die ganze Zeit. Counter stricken, please don't be so broken, come on. Okay, wir beginnen mit einem nicht spinnenden T. Einer war übrigens hinter euch, die haben es nicht gehört. Die sind taub. Taub, die haben komplett zurückgeblieben. Wahnsinn. Also, ja. Wir sehen hier wieder ein Prachtexemplar. Er kriegt nicht mit, dass er beschossen wird von hinten. Er ist also komplett braindead. Aber sein Programm zeigt ihm halt dann doch alles Mögliche an, was zumindest in seinem direkten Sichtfeld ist. Von wegen, Achtung, oh, da ist ein Feind. Hinter der Smoke und hinter der Wand. Guck mal jetzt, ah, da sind zwei durchgegangen. Wie hat er das mitbekommen? Ja, wir tausende von Stunden in CSGO verbracht haben. Alleine dieses Crosshair-Placement zu haben, durch zwei Wände durch. Shroud kann sowas nicht. Nee. Ja, gut. Müssen wir uns, glaube ich, auch nicht länger angucken, ne? Übrigens gibt es heute Abend im Livestream, der um 18 Uhr beginnt, auch wie immer ein leckeres Giveaway mit unter anderem einer P250 CLA, der Alligator. Kann man sich schon mal gönnen. 18 Uhr beginnt der Stream. Es ist doch so Diem. Es ist einfach so unglaublich Diem. Hat er noch gebunnyert oder sowas? Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Der ist eh weg. Der ist weg. Ab mit dir. Tschüss. Komm, einen will ich noch. Einen will ich noch. Ich mache noch schnell einen Arms Race. Jetzt fehlen noch drei. So. Letzter Fall wird geladen. Ich brauche noch einen Fall. Mache ich halt die letzten drei. Verdammt. Jawollo! Wow, ich habe einen XP-Reward bekommen. Pff, schon ziemlich gut. Ey, aber keinen neuen Fall. Counter-Strike! So, der letzte Fall. Wir hoffen einfach ganz fest darauf, dass es bitte, bitte ein interessanter Fall wird. Es gibt doch nicht, dass es so viele andere Nasen gibt, die ständig Fälle haben mit Leuten, die legit sind. Die 5000 Dragon Laws am Mann haben, die unlegit sind und 5000 Dragon Laws am Mann haben. Ich habe immer die Nulpen mit Null Skins, Full Hack, Kacke im Gesicht und im Kopf. Und warum sind da zwei Leute in einer Arena? Das habe ich ja nie gesehen. Ist doch nicht normal, dass drei Leute in einer One-on-One-Arena starten, oder? Oder hat er sich da reingenoclippt, der Sack? So, los geht's. Komm, mach einfach ein normales Spielsuspekt, bitte. Oh nein, sein Mate spinnt rein. Nein. Ja, schieß drauf. Schieß auf den... Ja. Ja, Mann. Bitte sei kein Cheater. Der ist hundertprozentig ein sauguter Legend, der halt einfach gedingst wurde. Jawoll. Ihr wisst schon, der reported wurde vom Cheater, weil er ihn gekillt hat. Natürlich macht ihr sowas lieber nicht, weil ihr bekommt den Bann, ne, für Grief, wenn ihr das wirklich durchzieht und halt die Leute ständig killt. Ein Cheater sollte niemals der Grund dafür sein, dass ihr gebannt werdet. Schießt die Leute nicht ab, egal wie dumm sie sind, da kannst du nicht viel dran machen. Ich hoffe, dass es bitte auch so bleibt, dass er jetzt nicht irgendwie auch mit anmacht, um cool und lustig zu sein. Klar, er kneift ihm mit den Arsch. Er versucht jetzt durchzulaufen und eben auch noch ein paar Kills zu ziehen aus der Runde. Auf der anderen Seite wird er wissen, dass die gelöscht wird. Er versucht jetzt hier gerade alles. Zwei Spinbotter, beziehungsweise drei. Meine Befürchtung ist leider eingetreten, er hat auch angemacht, also zumindest Bunnyhop. Ich sitze ein bisschen dumm, die Situation. So, also bei Aim Assist war nichts, würde ich jetzt sagen. Vision Assist habe ich auch nichts gesehen. Und falls doch, da wäre ich mir jetzt viel zu unsicher, um das zu drücken. Aber die Bunny Hops, mein Fräulein. Was mit meinen Handschuhen? Ah ja, okay. Ich habe grüne Handschuhe.